Hallihallo, liebe Bunkerbewohner, was geht? Willkommen zurück auf meinem Kanal und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu Amnesia The Bunker oder The Bunker. Der aktuellste, neueste Teil der Amnesia-Reihe. Falls ihr euch jetzt fragt, Amnesia, what the fuck is this? Ist eine kleine, unbedeutende Reihe eines schwedischen Entwicklers, der da heißt Frictional Games. Die sind bekannt geworden, also beziehungsweise sie, ja, wurden eher bekannt durch die Amnesia-Reihe. Und zwar mit Amnesia The Dark Descent. Das Ganze ist jetzt auch schon, hieß mich tot, 14 Jahre her oder so. Ich glaube 2010 kam es raus oder ist sogar noch älter. Bin mir nicht ganz sicher gerade. Da fing das Ganze so an. Wir haben vorher schon Spiele produziert und zwar Penumbra. Davon gab es auch drei Teile. Die waren aber so semi-erfolgreich und mit Amnesia haben sie ihren ersten großen Hit gelandet, womit sie international für Aufsehen gesorgt haben. Und seitdem ist die Reihe von Frictional Games sehr beliebt gewesen. Es gab jetzt mit diesem Teil, also The Bunker, insgesamt vier Teile. Amnesia, The Dark Descent, dann A Machine for Pigs, Rebirth und jetzt The Bunker ist der aktuellste Titel. Der kam letztes Jahr raus, soweit ich mich erinnere, 2023. Und es gab jetzt auf Steam einen kompletten Sale aller Frictional Games Spiele für 11 Euro. Und ich habe mir so gedacht, okay, ich fahre den Zug mal von hinten auf. Und zwar werde ich The Bunker spielen. Und falls ihr Interesse habt, das hängt von euch ab, werden wir noch die anderen Teile spielen. Weil ich habe da ziemlich Bock drauf. Ich habe zuletzt Soma gespielt im Livestream und es war grandios gut. Und deswegen habe ich gerade so ein bisschen Bock auf die Spiele von Frictional Games. Vielleicht könnt ihr das verstehen. Ja. Und deswegen dachte ich mir, okay, passt ja auch so jetzt zum Horrormonat Oktober, beziehungsweise jetzt im September. Starten wir damit in den Oktober rein, denke ich mal, je nachdem, wie lange das Spiel geht. Genau. Das wollte ich mir gerne mal angucken, weil ich habe da, wie gesagt, ziemlich Bock drauf. Wir starten ein neues Spiel und sagen Speicherplatz Nummer Uno. Es gibt auch ein neues Spiel Plus, das ist interessant. Das gab es bei den anderen Teilen nicht. Schaltet neues Spiel Plus Features ein. Diese beinhalten zusätzliche Spielmodi, eine erhöhte Unberechenbarkeit des Schreckens, über 30 benutzerdefinierte Einstellungen, neue Erfolge und vieles mehr. Nö, gerade nicht. Vibration, ja, lassen wir mal aus. Untertitel können wir anlassen. Start. Dann geht's auch schon los. Ich wünsche euch viel Spaß. Gott, geht schon los. Das ist auch das erste Mal ein Frictional Games Titel, wo wir eine Knarre haben, mit der wir schießen können. Zumindest weiß ich nicht, ob es in Rebirth die Möglichkeit gibt. Das habe ich, wie gesagt, noch nicht gespielt, aber ja. Szenario ist, wir sind ein Soldat im Ersten Weltkrieg, soweit ich das weiß. Und klassisch, wie es bei Frictional Games üblich ist, mit Bewegung der Maus können wir gewisse Objekte ziehen, Behälter aufheben und so weiter und so fort. Ne? Also so Kisten zum Beispiel schieben. Ja, das ist in jedem Frictional Games Spiel so der Fall. Also umsehen ist ganz wichtig. Halte R gedrückt, um zu prüfen, wie viele Kugeln du verfügst. Keine. Drücke linke Maustaste, während du R gedrückt hältst, um eine Kugel in die Trommel zu stecken. Verrückt. Okay, das ist ein neues Spielelement für ein Frictional Games Spiel. Frage ist, stecken wir noch mehr Kugeln rein? In den Teilen zuvor gab es auch mehrere Enden, beziehungsweise ich glaube nur in Amnesia The Dark Descent. Wie es hier ist, weiß ich nicht ganz genau. Grafik hat sich natürlich ein bisschen verbessert im Vergleich zu den Vorgängern. Ich meine, die sind jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da hat Frictional Games schon ein bisschen was an ihrer Engine gearbeitet, aber
Ich sag mal so. Es sind keine AAA-Titel. Das waren sie nie und das werden sie auch nie sein, glaube ich zumindest. Deswegen, falls ihr jetzt irgendwie ein gewaltiges Epos erwartet, muss ich euch leider enttäuschen. Es ist ein Entwickler von, ja, nicht unbedingt Indie-Titeln, aber eher kleineren Produktionen, aber mit Fokus, wie gesagt, auf Horrorgeschichten. Und jeder Teil von Amnesia erzählt auch unter anderem eine komplett eigenständige Geschichte. Das heißt, wenn ihr jetzt mit zum Beispiel hier diesem Teil anfangt, ist das vollkommen in Ordnung, weil die Storys sind unabhängig voneinander. Also ihr müsst sie jetzt nicht unbedingt alle chronologisch gespielt haben. So. Drauf schießen? Jetzt müssen wir erstmal wegkommen, würde ich sagen, ne? Weil ich finde die Settings, die sie haben und die Geschichten echt super geil. Also Amnesia war halt, jetzt großartig zu spoilern, was die Geschichte, wow. Ohne großartig die Geschichte zu spoilern, man ist in einem Schloss und muss dann halt seinen Weg da rausfinden. Und ja, es gibt dann halt wieder natürliche Sachen, die passieren und unser Charakter hat eine Art Sanity-Leiste und wenn die in den Arsch geht, dann geht's ihm nicht besonders gut. Scheiße. Oh. Hä? Dann treffe ich ihn nicht. Okay, dann nicht. Genau. Das ist erstmal so ein bisschen zu Amnesia The Dark Descent und Amnesia Machine for Pigs hat halt wiederum eine andere Story. Du wurdest verwundet. Halte Tab gedrückt, um zu sehen, wie schlimm es dich erwischt hat. Lecker. Okay, es hat mich drei Finger erwischt. Was soll mir das jetzt sagen? Kann ich mich irgendwo verarzten? Du hast einen Gegenstand erhalten, der zur Herstellung weiterer Gegenstände verwendet werden kann. Nimm das andere Stoffteil und auf und drücke Tab, um auf dein Inventar zuzugreifen und kombiniere beide Stoffteile, um einen Wundverband herzustellen. Okay, das ist auch neu. Ah, okay. Halte rechte Maustaste gedrückt, um einen Gegenstand bereit zu machen und drücke linke Maustaste, um ihn zu benutzen. Verwenden. Dann, go, go, go. Sieht man das auch? Oh, nee. Aber wir haben beide, das gab es in den anderen Spielen nicht. Leere. Wir haben einen Schatten. Wir haben einen Helm auf. Das hat auch viel Wert im Krieg. Eine Granate und noch eine Granate. Granaten gibt es hier auch. Ja, es wirkt halt schon eher fast wie ein Shooter, ne? Aber Frictional Games macht eigentlich keine Shooter. Aber es ist trotzdem sehr interessant, dass wir wirklich das erste Mal mit einem Nischerteil uns quasi wehren können. Also, dass wir halt Waffen haben. Und jetzt auch noch Granaten. Sick. Okay, hier komme ich irgendwie nicht weiter. Muss ich zurück oder wo muss ich hin? Weiter schießen. Hat aber das schon gehört, die sprechen Deutsch. Muss ich die aufsprengen? Die Zarren? Wie habe ich denn eine Granate mit G? Hervorholen. Fallen lassen. Schnelltaste. Oh shit. Ja, ich denke, das hat geholfen. Die Tür ist weg. Ah, okay, es gibt auch so eine Art
Fiebgeräusch, weil der Explosion natürlich sehr laut ist von unserem Protagonisten. So viel ist noch nicht mit Bunker, wir sind immer noch in einem Grabenkampf. Aber das scheint ja auch noch ein bisschen mehr so Tutorial zu sein. Wir müssen lernen, wie spielt sich das Spiel. Kleine Kugel im Lauf. Das ist nicht gerade viel, aber naja, besser wie nix. Mal auf das Fass schießen, würde ich sagen. Jo. Oh, werft sie nicht. Das! Gott. Ah! Oh Gott! Was passiert hier? Senfgas? Das ist so fast, fast! Nur dein Mann hier. Wir machen es aus dieser Hölle zusammen. Dann folge mir, wenn du da bist. Okay, danke, Mann. Oh Gott. Was ein Einstieg, ey, ist super. Ah, ich liebe die Spiele von Frictional Games. Die sind manchmal so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Die Physik in diesem Spiel ist manchmal echt lustig. Aber sie haben so eine gewisse Art auch von Storytelling, die einfach fantastisch ist. Also, wie gesagt, ich will auch die Spiele nochmal spielen. Jetzt so Amnesia The Bunker und vielleicht noch Rebirth dann. Penumbra werde ich dann auch nochmal für mich privat nachholen. Oder falls ihr Bock habt, schreibt das auch gerne. Dann können wir die auch zusammen uns als Let's Player im Stream angucken. Weil... Also ich muss sagen, von den Spielen, die ich bisher so gespielt habe von Frictional Games, ist Soma ihr Meisterwerk. Es ist einfach so eine geile Story. Das Setting ist einfach so verdammt gut. Aber ich finde es auch geil, dass die Schauplätze ihrer Story halt immer wechseln. Und nicht so, ja, es ist Weltkriegsszenario, was zum Teufel. Ich höre Dinge, aber ich sehe nichts. Wo ist das so? Krass. Jetzt haben wir ihn da rausgeholt aus dem Graben. Ist er da reingekommen? Und warum sind wir hier draußen? Ist es Traum oder ist es irgendwie so eine Art, ja, weiß ich nicht, Parallelgeschichte? deutsche Soldaten, schnell, schnell! Oh, scheiße! War das richtig oder falsch? Ich weiß es nicht. Das ist halt so bei Amnesia immer so ein bisschen die Frage. Ist das jetzt alles irgendwie so geskriptet oder? Bist jetzt ganz auf dich gestellt. Lerne, passe dich an, experimentiere und überlebe. Oh boy. Wir scheinen, glaube ich, jetzt im Bunker zu sein. Kann das sein?
Was ist ein Kissen? Drücke T oder mittlere Maustaste und bewege was? Wenn ich ein Objekt habe. Objekte zu drehen. Ja, das ist wie in den Vorgängern. Wenn Maustaste dreht, kann man Objekte hier so ranzoomen. Mit R gedrückt halten, kann man sie eigentlich rotieren lassen. Das geht aber hier irgendwie nicht. Weil wahrscheinlich auf R die Knarre ist. Du bist aus dem wieder zusammengeflickt. Ein Kreuz. Das Buch eigentlich. Was ist das? Wenn du ein Objekt hältst, kannst du es mit Maustaste hoch und runter näher zu dir hinziehen und weiter. Das machen wir hier hin so. Ah, ein weiterer Frictional Games Titel. Hervorragend. Wir haben mal was gesammelt. Das Tab, wir unsere Hinweise ansehen. Hat er alles mit seiner Hand? Untersuche die Amnesie. Ja, unser Charakter hat immer Amnesie, deswegen heißt dieser Titel ja auch Amnesia. Erfasser, Datum. Man kann hier filtern. Ach so. Äh, 10. Juli 1916. Nach den Ereignissen am 9. Juli gab sich Schütze Clement in ärztliche Behandlung. Oder Clement. Wahrscheinlich Franzose. Seine Effekten. Was? Seine Effekten finden sich im Lagerschrank. Der Patient befindet sich weiterhin in einem leichten Koma. Er reagiert auf Reize allerdings nur kurz. Bei seinem letzten Aufwachen hatte er keinerlei Erinnerung an die jüngsten Ereignisse und konnte sich kaum auf seinen eigenen Namen besinnen, was vermutlich an der Schwere der erlittenen Kopfverletzung liegt. Die Überwachung des Patienten wird fortgesetzt. Sollte sich sein Zustand innerhalb einer Woche nicht bessern, empfehle ich zwecks Durchführung neurologische Untersuchung, die Verlegung nach Saint-Étienne. Bezeichnet Dr. Rosinski. Inventarnotiz. Alles klar. Ja, da haben wir lauter Kisten. Medical Supplies. Ups. Hä? Da was drin? Leuchtet was? Ach was! Ach, in Kisten sind Items! Ist ja verrückt. Man konnte damals Kisten zwar irgendwie zerdeppern. Guck mal, man kann sogar die Stücke der Kiste aufnehmen. Ist ja geil. Man konnte damals Kisten zerdeppern, aber da ist nie was drin gewesen. Also beziehungsweise man konnte sie durch die Gegend werfen und die sind nicht kaputt gegangen. Sagen wir es mal so. Die waren unzerstörbar. Wir haben noch keine Lampe, deswegen ist es auch ein bisschen dunkel hier. Mal, wo wir hier rauskommen. Was habe ich da eigentlich aufgenommen? First Aid. Erste-Hilfe-Kasten. Dient zur Erstversorgung auf dem Schlachtfeld der erlittener Verwundeten. Bei korrekter Verwendung kommen selbst Schwerstverletzte wieder zu Kräften. Soll ich das auf den Schnelltaster legen? Ja, machen wir später. Ja, was? Hallo? Ich brauche Hilfe. Gott, Sounddesign ist immer wieder großartig von Frictional Games. Das haben die sowas von drauf. Kann ich die Kette zerstören mit diesem Eimer? Die Tür lacht mich aus. Verdammt. Ist aber was drin. Was haben wir denn da? Ah, drücke F, um die Taschenlampe hervorzuholen und wegzustecken. Halte F gedrückt, um die Taschenlampe aufzuladen. Achte aber darauf, nicht zu viel Lärm zu verursachen. Ach, so ein Ding ist das. Hier. Das hat man also auch gesehen auf dem Cover-Artwork, ne? Hier, die Kiste. Kann ich die nicht mitnehmen? Okay, die Lampe ist diesmal keine Öllampe oder sonst irgendeine Lampe, wie wir sie in den Vorgängern hatten, sondern so ein kleines Dingsi. Kann man das hier benutzen, um das Ding aufzuhebeln? Wie gesagt, das Spiel basiert viel auf Physik. Objekte, die schwer sind, können andere Objekte zum Beispiel zerstören, aber es funktioniert hier nicht.
Vorigen Teilen gab es auch hier so eine Art Sanity- und Gesundheitsleiste. Das haben wir in diesem Fall nicht, aber ich weiß nicht, wie es mit der Sanity-Leiste hier in diesem Spiel aussieht. Was haben wir denn da im Bild? Alle Fotos, die du aufhebst, finden du im Fotobereich deines Inventars. Fotobereich? Oh Gott. Das ist mal wieder so Frictional Games. Die Artworks von denen sind echt immer ziemlich verstörend. Ein Bleistift. So, Schubladen untersuchen ist auch immer sehr wichtig. Da könnten Objekte drin liegen. Jetzt zum Beispiel das da. 14. Juli 1916. Leichnam von Unteroffizier wahrscheinlich, ne? Reynard. Zahlreiche Einwirkungen scharfer Gewalt. Thoraxhöhle in Fetzen gerissen. Jede einzelne Rippe gebrochen. Offener Schädelbruch. Verursacht durch Mehrfacheinwirkung stumpfer Gewalt. Wer hat ihm das nur angetan? Ich weiß es nicht. Stühle lassen sich auch immer verschieben. Wie gesagt, man kann mit sau vielen Objekten interagieren. Das hat so ein bisschen was mit dem Bethesda-Spielen. Ja, man kann nicht alles looten oder mitnehmen, also nur was vom Spiel vorgesehen ist. Wir sind auch sehr geradlinig, das heißt viel Entdeckung oder viel viel sich umschauen lohnt sich meistens nicht wirklich. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie sie es in diesem Spiel hier handhaben. Spiele von Frictional Games waren noch nie besonders lang. Also für Amnesia braucht man so ungefähr 6 bis 8 Stunden vielleicht, wenn es hochkommt. Eventuell sogar weniger. Machine for Pigs hat man in circa, ja, ich hatte es, glaube ich, 3 Stunden durch, 3,5. Ist nicht besonders lang. Also man kommt relativ schnell durch. Die Lampe hält nicht besonders lange an, kann das sein? Nicht auf. Gut, da ist ein Schloss dran, das kriege ich nicht auf natürlich. Ah, Francis. Ist was? Dose. Das mit der der Lampe aufzuziehen, das wird noch, glaube ich, ziemlich nervtötend werden. Weil das, also man hat nichts, was man nachfüllen muss. Das heißt, ich brauche keine zusätzliche Ressource für Licht. Die Sache ist halt, aber ich muss die ganze Zeit F dann gedrückt halten, um die Lampe wieder aufzuladen. Da ist ein Loch. Hello. Is someone there? Nö. Over here? Ah, guten Tag. Ich dachte, ich war der letzte one. You want to escape? You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. Shit! That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a broader soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Okay, wir haben den Revolver wieder. Munition. Nehmen, was kommt, um ihn zu töten. Okay, ich beeil mich ja schon. Ah, hier. Jetzt sind natürlich weggeschlossen. Noch was hier? Ich glaub nicht, ne? Ne. Okay. What the fuck?
den geholt. Es geht durch die Wände? Okay, äußerst spannend. Jetzt habe ich aber was hier, was wichtig sein könnte, nämlich diesen Ziegelstein. Damit können wir das Schloss aufbrechen. Ja, weil er auch sehr schwer ist, bewegt er sich sehr langsam. Wir können rennen. Ich glaube, ich sollte auf diese Löcher aufpassen. Besser. Komm schon. Mach Licht. Gott, ich will nicht sterben. Yes, komm. Yes, geil. Gott, mach den Stein da weg. Weißt du was? Nope. Okay, ich hab noch zwei Kugeln. Ich weiß halt nicht, ob man Gegner hier töten kann, so wirklich, oder ob das eher dafür da ist, um sie die Flucht zu schlagen. Das werden wir noch im Laufe des Spiels rausfinden. Natürlich gibt's kein Spiel. Steht was davor. Komm nicht rein. Fuck. Licht geht wieder aus. Okay, so wie es aussieht, werden wir diese Animation öfter sehen. Einberufung, das Büro des Verwalters gefunden. Das Achievement. Ich gehe mal auf Nummer sicher und mach die Tür mal zu. Was denn? Man kann die verriegeln. Ah, ja. Aber somit könnte ich rein theoretisch auch das, was mich verfolgt, mit mir zusammen hier einsperren. Da bin ich definitiv tot. Liegt was? V. Baptiste. Okay, was haben wir im weiteren Text? Wichtig. Bitte überprüfen Sie die Rückseite der Erkennungsmarken Gefallener. Auf diesen könnten Nachrichten, Symbole oder Codes für Schränke stehen. Wenn Sie diese, ehe die Erkennungsmarke abgelegt und verzeichnet wird. Math befreiter. Okay, alles klar. In diesem Kasten kannst du Gegenstände aus deinem Inventar ablegen. Es gibt eine Kiste diesmal. Das ist interessant. Gab es in den Vorgängern auch nicht. Okay, ist halt die Frage, was will ich abdingen? Benzin. Benzin für den Generator, leicht entzündlich, kann in leere Flaschen oder auf dem Boden gegossen werden. Fleisch. Soldaten sollten kein abgelaufenes Fleisch verzehren. Als Köder für Ratten, andere Schädlinge eignet es sich hingegen hervorragend, lässt sich werfen. Taschenlampe. Eigentlich brauche ich alles, aber was mit dem Fuel ist, weiß ich halt nicht. Behalt's mal. Ich habe eine Karte. Dies ist die Hauptkarte des Bunkers. Je weiter du in der Geschichte voranschreitest, desto mehr Ziele und Einzelheiten zeigen sie. Er zeigt sie. Hereinzoomen. Zentrale. Herauszoomen. Ja. Okay, es ist halt alles übersetzt. Da, Prison, Tenants, Arsenal und Soldier Quartier. Handlungszimmer, da ist so ein Knopf, seht ihr das? Oder was auch immer das ist. Bartor. Ja, ist klar. So. Hier ist zu, da ist ein Code. Licht natürlich.
Ach was, schalte diese Lampe ein, um deinen Fortschritt zu speichern. Fortschritt wurde gespeichert. Geil. Man speichert, indem man Lampen benutzt. Das ist auch sehr cool. Weil in den Vorgängern konntest du aktiv nicht speichern. Also du kannst nur speichern, wenn du halt speichern und beenden drückst. Das Spiel speichert nämlich automatisch. Also kannst selbst nicht manuell speichern. Das geht nicht. Da liegt noch was. Ratten- und Leichenverbrennung. Neuigkeiten für das gesamte Personal in der Medizin und Leichenhallen. Das Rattenproblem ist leider nicht besser geworden. Sie fallen über jede Leiche her und beißen sogar die Verletzten. Verbranntes Fleisch hingegen scheint sie nicht zu interessieren. Also müssen wir eine neue Richtlinie einführen. Die Leichen aller verstorbenen Soldaten sind ab sofort zu verbrennen. Ich habe mit Pater Dereis über diese Angelegenheit gesprochen. Er wird die Verstorbenen gebührend segnen. Ihre Überreste werden für ihre Familien aufbewahrt werden. Das alles ist nicht ideal und bedrückt mich zutiefst, aber die Toten zu verbrennen scheint die einzige Möglichkeit zu sein, uns die Ratten vom Hals zu schaffen. Wir haben keine andere Wahl. Ja, Krieg ist leider kein Zuckerschlecken. Ratten übertragen halt auch Krankheiten, dann werden die Soldaten hier einfach aufwinken. Nicht nur irgendwie, sie werden nicht nur erschossen, nein, sie werden auch von Krankheit dahin gerafft, ne? Dass die Ratten halt übertragen. Okay, wenn ich die Karte hier richtig lese, wie hier, und der Generator ist da vorne. Das ist also hier lang. Das stimmt, ja. Da haben wir noch einen Zettel. Warnung, das Benzin für den Generator ist äußerst entzündlich. Entfachen Sie in der Nähe des Benzins kein Feuer. Geben Sie es in der Nähe des Benzins keine Schüsse ab. Kommen Sie um Himmels Willen nicht einmal auf die Idee, in seiner Nähe zu rauchen. Lagern Sie es ausschließlich in robusten Metallkisten. Kanistern. Glas zerbricht zu leicht. Viel zu leicht. Falls Sie Benzin verschütten, wischen Sie umgehend den gesamten Bereich und entsorgen Sie die Lappen anschließend außerhalb des Bunkers. Ja klar, damit nicht alles in die Luft fliegt, dann war's das wohl. Du kannst den Generator einstellen, indem du Benzin in seinen Tank füllst und den Hebel umlegst. Okay. Hier. Komm, geh auf. Nichts drin. Voll. Ich habe mir falsche Hoffnung gemacht. Ich dachte, da wäre was drin. Hm? Uhr gefunden. Taschenuhr. Halte rechts gedrückt, um einen Blick auf die Taschenuhr zu werfen. Was bringt mir die Uhr? Verstehe ich nicht. Eine Taschenuhr mit eingebauter Stoppuhr lässt sich mit dem Generator synchronisieren, um zu sehen zu können, wie lange der Treibstoff noch reicht. Ach so! Ah, der Treibstoff ist begrenzt. Ah, da steht was drauf. Jede Kombination, die du entdeckst, wird im Kombinationsbereich des Inventars gemerkt. Fantastisch. Ist was, ich kann es nicht sehen. Der Inventar ist voll. Ach so, okay. Ja, dann fülle ich mal ein bisschen was rein, würde ich sagen, oder? Hier. Nicht da? Benzin? Halte rechte Maustaste gedrückt, um Gegenstand bereit zu machen und ein bisschen die linke Maustaste, um ihn zu benutzen. Ein bisschen was ist drin. Hier ist ja noch mehr. So. Raus aus dem Inventar. Ja. Dann kann ich das mitnehmen, was hier liegt. Ah, okay, ist ein Lappen zum Heilen.
Hier und der. Ah, okay, der Generator versorgt uns mit Licht. Eine Taste zuweisen. Gehen wir mal auf die 1 damit. Damit auf die 2. Hier kann man sowas. Packen wir mal auf die 3. Lampe brauchen wir nicht. Den Stoff bewahre ich mir auf, weil aktuell kann ich damit eh nicht viel anfangen. Und ich würde sagen, wir sind schon bald bei 40 Minuten. Deswegen machen wir hier in der ersten Episode jetzt erstmal Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Amnesia the Bunker. Das nächste Mal geht es hier weiter im Bunker und wir müssen versuchen, würde ich sagen, einen Weg hinauszufinden und auch ein bisschen erfahren, was genau mit uns passiert ist. Warum sind wir hier? Also, wer hat uns hierher geschleppt und was genau ist hier passiert? Warum ist der Typ tot? Was hat ihn geholt? Das alles und viel mehr geht es herauszufinden das nächste Mal in Amnesia the Bunker. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!